Das Spiel sagt mir echt gar nichts. Es klingt aber vom Namen her, naja, ziemlich generisch. Der gute SNES-Maniac hat sich aber dieses Spiel als Test mal gewünscht und dem komme ich natürlich mal nach. Also lasst uns zusammen mal reinschauen. Was taugt Zen Intergalactic Ninja für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami programmiert und natürlich von seinem europäischen Ableger Palcom 1993 veröffentlicht. Zeitgleich erschien es auch in Nordamerika und Japan, ging diesmal leer aus. Neben dem Game Boy erschien es auch auf dem NES. Das Spiel ist dabei ein Lizenzspiel und bezieht sich dabei auf eine Comicreihe mit gleichen Namen, welche zuerst 1987 erschien. Ein fieser Lord verschmutzt die Erde und die Bevölkerung muss hilflos dabei zuschauen. Aber ein Junge, der kann die Welt noch retten. Jedoch ist der Fiesling natürlich nicht doof und entführt den. Also könnt ihr euch schon denken, was zu tun ist. Die Story ist also aktueller als man denkt. Wie der Name des Spieles schon sagt, spielt er ein Ninja. Der hat aber nicht die üblichen Waffen zur Verfügung, sondern nur einen Kampfstab. Ihr habt also keine Wurfsterne oder ähnliches im Arsenal. Der reicht euch aber auch und so flügt ihr durch die einzelnen Level, überwindet klassische Plattformen und verprügelt Fieslinge. Eure Angriffe könnt ihr dabei nach oben, zur Mitte und nach unten ausführen. Außerdem könnt ihr noch über den Boden schlittern. Das war es dann jedoch auch leider auch und das ist echt schade. Da gibt es keine Upgrades oder so weiter und so fühlt sich das Ganze etwas eintönig an. Aber immerhin ist das Gebotene gut umgesetzt, war ja auch nicht anders von Konami zu erwarten. Auch die einsammelbaren Power-Ups sind, naja, eher Standard. So gibt es natürlich den Kristall, der euch für kurze Zeit unverwundbar macht und natürlich das Extra-Leben. Viel mehr gibt es leider nicht, auch der Umfang ist nicht gerade der größte. Es gibt 5 Level, die ersten 4 könnt ihr frei anwählen und wenn ihr die geschafft habt, kommt das letzte Boss-Level. Am Ende jedes Levels erwartet euch natürlich ein Boss. Klingt nicht nach viel, aber immerhin bieten die Level an sich etwas Abwechslung. So stürzt schon mal eine Flutwelle auf euch zu und ihr müsst unter der Zeitdruck weglaufen. Oder es gibt in gewissen Abständen giftigen Regen und ihr müsst euch immer unterstellen. So ist das wenige zumindest gut umgesetzt. Solche Abschnitte sind aber leider schon einmal Trial and Error. Wenn ihr aber wisst, was euch erwartet, ist es durchaus schaffbar. Die Gegner sind jetzt im Prinzip das, was ihr von ihnen erwartet. So gibt es den Nahkämpfer, der viel einsteckt, aber langsam ist und die Fernkämpfer, die weniger einstecken, aber naja, Fernkämpfer sind. Positiv zu erwähnen ist das Passwortsystem, mit dem ihr euren Fortschritt speichern könnt. Zusammengefasst habe ich zwar einige negative Punkte aufgezählt, aber trotz der Schwächen ist das Spiel gut umgesetzt worden. Allerdings wurde überall eher auf Nummer sicher gegangen, um anstatt mal was Neues, Frisches zu wagen. Die Grafik unterstützt den Eindruck vom Gameplay, durchaus ordentlich umgesetzt, aber es fehlt irgendwie der einzigartige Stil mit Erkennungseffekt. Aber im Prinzip nichts zu meckern. Der Sound steht meiner Ansicht nach schon besser da. Er passt sehr gut zum Spiel und die Musik dudelt herrlich vor sich hin. Was taugt Zen Intergalactic Ninja für den Game Boy also heute noch? Das Spiel ist auf jeden Fall gut. Durch den geringeren Umfang und die mangelnde Waffenvielfalt fehlt es mir persönlich etwas an Abwechslung. Abgesehen davon ist das Spiel jedoch gut umgesetzt und für Fans des Genres auf jeden Fall mal einen Blick wert. Das war der Test zu Zen Intergalactic Ninja für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.